So, wir sind im Pausebildschirm, weil die Szene hier ist ganz schön übel und wir stehen der John bei. Wir sind stark und wir schaffen das. Und das funktioniert. Oh Gott. Wir brauchen hier was von. Artischocken, keine Ahnung. Erstmal brauchen wir. Müssen wir das hier aufmachen. Vielleicht weiß John ja einiges, weil seine Mutti scheint ja ärztliche Assistentin oder sowas zu sein. DDA, okay. Was ist das? Linden, da ist das. Da ist dieses Linden-Zeug, über was der Arzt geredet hat. Linden Solution, importance warning. For topical use only may cause serious side effects. Was ist das? Ist das Linden? Ist das wie so ein. Wie so Betäubungszeug? Also so ein. Warning. Was? No Page? Wartet mal, ich. Linden. Gamma Hexaloco. Chlorocyclohexan. Is approved for topical treatment of lice and scabies. Ich habe keine Ahnung, was das für Wörter sind. In patients who have either failed to respond to adequate doses or are intolerant of other approved therapies, do not apply this medication to the face, eyes, nose or mouth. Flush with water if you get medication in any of these areas. Seek medication attention. Of Linden topical is ingest or if irritation persists, do not apply Linden topical to open cuts. Oh, once doing so could cause too much medication to be absorbed by the body, which could be very dangerous. Store Linden topical at room temperature away from moisture and heat. Is approved for topical treatment of lice and scabies. Lice and Scabies. Entschuldigt mich bitte. Ich weiß, ich möchte gerne wissen, was ist Lice und was sind Scabies bitte? Lice. Schmerzen sind Läuse. Läuse? Läuse? Ich sitze hier gerade mit meinem Handy. Ja, es tut mir leid, aber ich möchte wissen, was das ist. Was sind Lice? Krätze! Ach so! Krätze! Krätze und Läuse! Ah, ich verstehe. Gut, jetzt weiß ich. Okay. Alles klar. Okay, Krätze und Läuse hat der gute John nicht. Der hat gut auf sich geachtet. Okay. Okay, die brauchen wir nicht. Jetzt. Oh, hier war gerade auch ein Auge. Okay, wir brauchen hier irgendetwas. Ein Lineal? Ach, ja, na klar, wir brauchen ein Lineal, weil. Bisschen Wasser drüber zum Saubermachen? John? Nicht? Okay, lass uns. Oh, ich würde ihm so gern helfen. Achso, wir müssen nochmal. Go, 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 John. Oh Gott. Also, es. Evacuate Bunker. John. Reagiere, John. Komm, reagiere.
Oh Gott. Radiation. Oh mein Gott. Wir haben ein großes Problem, ne? Oh, zum Glück ist es der linke und nicht der rechte. Ich bin sprachlos, ich kann nicht mal was sagen. Ich bin so sprachlos. Oh Gott, was sind das für Geräusche? Keep your damn mouth. Jen, what are you doing? Oh Gott. Don't wait over dead. I was just exploring. Oh, Jen. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately! Was war das? Was war mit dem Patienten? Oh mein Gott. Er hat den kaltblütig erschossen. Aus Gründen? Der sah nicht gut aus. Ich weiß nicht, wo ich so. Ich bin. Ich kann halt bestimmt super schlafen. Nicht. Scheibenkleister. Ich hätte Zeit zu der Tür gehen sollen, anscheinend. Das ist zu weit. Kacke. Okay, kann ich jetzt aber auch nicht wirklich so viel machen. Außer mir irgendwas anzugucken. Da ist was drin, ne? PJ, please put the oxytanks back in the cupboard and lock it when you're done with the weld. Don't need Bishop on my back about this as well. Be sparing with fuel. We'll need to cut ourselves out again someday, God willing. This is overkill and a waste of oxy, but we'll keep him happy. Well, if happy is something he's capable of. Frank. Okay, oxygen. Okay, 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 okay. Na. Okay, wir gehen mal kurz back hier. Ich versuche. Okay, die ist zu. Aus Gründen. Ich hab genau das Gegenteil. Oh Gott, die Musik! Das macht mich wahnsinnig, ganz ehrlich. Ich will nicht mehr. Aha.
kann nicht viel sagen, ne? Das ist wie, als ob ich hier einen Film gucke. Ich bin... Wer wartet der? Wartet der Commissioner? Wartet der Commissioner, der... Warum hat sie gesagt, wir sind jetzt sicher? Was war denn da los? Was war denn da los? Was war denn da los? Ja, na, mir bleibt da nicht viel übrig, außer hier durchzugehen. Sind wir im Ballroom? And we've finally been able to take some proper readings from the RA-14 sensors. They show we have a range of 700 to 1,000 rads for anyone exposed to the atmosphere. What does that mean? Well, anything over 200 rads can be fatal. No. How long before it's safe to go back up? Our best guess, 20 to 30 years. Uh-huh. That's... Sam? Can we last that long? Do we have enough food? Yes. Yes, it'll be all right. Yeah, Doctor, yeah, Doctor. We may have to ration a little, but it'll be all right. Mom? It's all right, darling. Everything's going to be fine. Oh, oh. Ich habe eine kleine Vermutung. Unsere Mutter wollte uns schützen und hat irgendetwas gemacht, um uns zu schützen, was im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass alle anderen ausgemerzt wurden, dass wir überleben. Oh, Churchill, he likes smoking cigars, but saved us in the war. Gucken mal, okay. Oh. A fire escape. It leads down to the other blast doors. Oh, oh. Okay. Okay. Oh Gott, die Musik! Komm mir vor bei Mad Max manchmal hier. Da? Okay, warte mal. Ich möchte mich nur kurz umgucken, auch wenn die Radiation da drauf keine Rücksicht nimmt, aber. Sehe ich hier irgendwas, was nützlich ist? Irgendetwas, was nützlich ist? Schnell, 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 schnell. Was ist das? Was ist das? Confirmed dead, okay. Confirmed dead, confirmed dead. Greenwich. Hm. Da, wo der Nullmeridian und so. Übers Greenwich Time und so. Wow. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas, was ich übersehe? Ich mach mal gern diesen hier, weil ich Angst hab, was zu übersehen. Ist hier irgendwas, außer dass hier alle dead ist? Scheint nicht. Kann damit auch nicht anfangen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Okay, ich guck hier nochmal. Dann gehen wir jetzt da durch. Wie bitte? Ach so, okay, hier war irgendwas wegen einer, hier. Da? Nee. Hier. A hatch. Ah, a hatch. Hab ich gerade nicht, a hatch. Boah, komm, da. Da sind wir. Kämpfe, kämpfe. Oh Gott. Kämpfe. Ah. Ja, schön, wenn du dich nicht fallen lässt mit deinem Arm. Achso, ich klicke immer noch. Ich bin so verwirrt, dass ich immer noch kämpfe. Oh Gott. John! Warum macht er das auch mit der Seite? Los, runter, was auch immer da ist. Komm, komm. Fingerspitze hierfür. John, los. Oh Gott, wie soll denn das hier enden, bitte?
Als ob der überlebt, ganz ehrlich. Gut, gut. Ich hoffe, John ist schwindelfrei, der Gute. Oh Gott. John. Mit einer Hand ist natürlich geil, ne? Er macht das aber souverän mit einer Hand, muss ich sagen. Er macht das sehr souverän. Oh, oh. Oh, oh Gott. Oh Gott, hätte ich jetzt sterben können? Oh, meine Hände. Das ist total, total schwitzig. Wie ich so, klingt nicht gut, aber ist halt so. Oh Gott. Ganz vorsichtig, John, ganz vorsichtig. Ich würde ja gerne sagen, du hast Zeit, aber du hast keine Zeit. Die haben mir gesagt, 20 bis 30 Jahre. Es sind doch fast 30 Jahre vergangen. Nicht ganz, aber... Das ist ein Tape, ich sehe schon. Well, I'm calling it. 12th of November 1992. Carl and I have been scanning all the bands for 3 days now, just in case. But there's nothing. The last contact we had with anybody was 17th of October. CN1 in Bedfordshire. From what I could work out, they were fighting over food. Have I heard anything more? So that's it. We're done. There's no one else out there. Or if there is, they've got no idea we're here. 12th of November, 1992. The day this became our tomb. Christ, I need a drink. Ja, das kann ich verstehen. Kein Kontakt mehr zur Welt. Was auch bedeutet, dass, ja... Doch, keine Rettung. In Sicht ist. Natürlich nicht. Warum auch? Was ist das hier dann alles? Ach, John, du hältst dich so tapfer, ganz ehrlich. Okay, das geht anscheinend nicht auf. Komm, mit ein bisschen Kraft und ein bisschen Spucke und noch mehr Kraft und Spucke. Geht schon. Ah, oh, sehr gut. Ich hätte vielleicht Lichter machen sollen. Da liegt Licht an den, da war noch was. Verdammt. Oh Gott, wir sind in Level 5. Im schlimmsten Level. Ich habe da bestimmt was übersehen. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Okay. Okay, okay, okay. Was ist da? Ist das noch eine Luke? Okay, so kriegen wir das nicht hin. Alles klar. Oh, oh, oh. Okay, wir brauchen wohl diesen Haken. Come on. Oh, help me, John. Okay, wir beschleunigen dadurch immer irgendwas. So richtig, das Thema habe ich noch nicht verstanden, aber egal. The light's coming. Okay. Here I am und dann geht's hier weiter. Was ist denn da? Mom ist da. Oh, er versucht es mit Mom aufzubekommen.
Oh, mach's doch nicht kaputt. Jetzt ehrlich, geht es? Na, guck mal einer an. Wow. Okay, ich wollte mich hier aber trotzdem nochmal umgucken. Ganz kurz da vielleicht. Da ist eine Taschenlampe. Sehr gut. Taschenlampen sind immer gut. Sehr schön. Geht das hier auf? Natürlich nicht. Natürlich geht das nicht auf. Und ich sehe, der Part ist gleich wieder zu Ende. Puh. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ist okay, John. Wir haben ja schon eine Möglichkeit gefunden. Ich wollte es ja nur ausprobieren. Wollte dich jetzt nicht demotivieren dadurch. Gut, dann verabschiede ich mich mal nochmal kurz hier. Ich glaube, meine Sache mit, wenn die Facecam hier unangebracht ist, dann mache ich das weg. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, das funktioniert hier nicht, weil ich so viel aufnehme. Und ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Wie gesagt, ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, mich immer auszublenden. Mal was Neues ausprobieren, ne? Kann man ja mal versuchen. Eieieiei, dieses Spiel. Wie gut. Mir gefällt das unheimlich. Ich bin total unter Strom. Und das ist mega gut. Das ist so gut, das Spiel. Es macht unheimlich viel Spaß. Und dann spielen wir dieses gute Spiel im nächsten Part weiter. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dann bis dann. Tschüss.